Merhaba und auf Deutsch gesagt Hallo. Heute lernen wir mit euch zusammen die Uhrzeiten auf Türkisch. Fangen wir an. So, jetzt lernen wir zuerst mal die wichtigsten Sachen auf Türkisch über die Uhrzeit. Zuerst kommen wir zu unserer Frage. Wie spät ist es oder wie viel Uhr ist es? Saat kaç? Saat kaç? Wie spät ist es? Saat. Saat bedeutet Uhr. Ja? Saat bedeutet Uhr. Wir lernen jetzt auch die wichtigsten Wörter, damit wir auch die Uhrzeiten richtig lernen können in der türkischen Sprache. Geçiyor. Geçiyor. Geçiyor bedeutet nach. Okay? Geçiyor. Var. Var. Var bedeutet vor. Es wird ja auch fast gleich geschrieben, also ist es auch viel leichter zu merken. Var. Çeyrek. Çeyrek. Çeyrek bedeutet Viertel. Çeyrek bedeutet Viertel. Und zum Schluss Buçuk. Buçuk. Buçuk bedeutet halb. Und jetzt lernen wir mal gemeinsam, also werde ich dir jetzt erklären, wie wir die Uhrzeiten in der türkischen Sprache benennen oder sagen, ja? Auf Deutsch ist es 10 Uhr und auf Deutsch Saat on. Saat on. Also sagen wir zuerst Uhr, 10, ja? Auf Türkisch. Saat on. Wir haben ja auch gelernt, was Uhr bedeutet. Uhr bedeutet Saat. Saat on. Und jetzt gucken wir mal, wie wir nach in der türkischen Uhrzeit sagen können. Auf Deutsch ist es ja 10 nach 11. 10 nach 11. Aber in der türkischen Sprache ist es so, dass wir nicht zuerst sagen, was nach ist, ja? Wir sagen zuerst die genaue Uhrzeit in der türkischen Sprache und dann nach 10, ja? Also, auf Türkisch sagt man für dies 11'i 10 geçiyor. 11'i 10 geçiyor, ja? Zuerst sagen wir die genaue Uhrzeit und dann was nach ist, ja? 11'i 10 geçiyor. Und jetzt gucken wir auch mal, wie wir Viertel nach sagen können. Auf Deutsch ist es ja Viertel nach 11. Wir sagen wieder auf Deutsch zuerst diese Stelle und dann die genaue Uhrzeit. Aber auf Türkisch ist es wiederum anders. Zuerst sagen wir die genaue Uhrzeit und dann die zweite Stelle. 11'i çeyrek geçiyor. 11'i çeyrek geçiyor. Und jetzt lernen wir mal gemeinsam vor, ja? Auf Deutsch ist es ja 10 vor 10, ja? 10 vor 10. Aber auf Türkisch müssen wir wieder die genaue Uhrzeit zuerst sagen und dann was vor ist, ja? Also, onu, ona on var, ja? Ona on var. 10 vor 10, ona on var. Und jetzt gucken wir mal Viertel vor, ja? Auf Deutsch ist es ja Viertel vor 11, ja? Aber auf Türkisch müssen wir wieder die genaue Uhrzeit zuerst benennen. Also ist es 11'i çeyrek var, ja? Viertel vor 11. 11'i çeyrek var. Und jetzt lernen wir auch gemeinsam halb. Auf Deutsch ist es ja halb 9.
Aber in der türkischen Sprache sagen wir nicht die nächste Uhrzeit, wir sagen, was wir sehen. Ja? Also wir sehen ja hier in digitale Uhrzeit 8.30 Uhr. Ne? Oder manuelle Uhrzeit 8:30. Und in der türkischen Sprache sagen wir nicht 8:30, wir sagen einfach saat 8:30. 8:30, ja? Also 8:30. 8:30. Das waren die Uhrzeiten auf Türkisch. Ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben und bis nächstes Mal.